Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Ich bin hier heute in einem Schrebergarten und ich habe hier einen Experten dabei, der uns heute mal was erklärt, und zwar wie man einen Schrebergarten bekommt, was man dann für Herausforderungen hat, wie die ersten Schritte sind, was man so genau in so einem Schrebergarten machen muss und was man dann aber auch für Möglichkeiten hat. Also ein komplettes Schrebergarten-Video heute auf meinem Kanal. Viel Spaß dabei und los geht's! Ja, und einige, die regelmäßig auf meinem Kanal sind, die wissen ja schon, wo ich jetzt heute bin. Und zwar habe ich heute einen weiteren Garten-YouTuber auf meiner Besucherliste. Und zwar bin ich bei Davis von Naschgarten YouTube. Ja, moin moin zusammen hier in unserem kleinen neuen Schrebergarten. Freue mich, dass Felix dabei ist. Ja, schauen wir mal, was wir hier gleich so machen, ne? Genau, und ich stelle dem Davis jetzt mal einige Fragen zum Thema Schrebergarten. Die erste Frage an den Davis, die ist: Wie bekommt man überhaupt einen Schrebergarten? Wie findet man einen? Ja, als allererstes haben wir im Internet natürlich uns umgeschaut, was ist hier im Umkreis, wo wir wohnen. Das liegt in Schwanewede, das ist in der Nähe von Bremen. Da haben wir uns im Internet umgeschaut und in einer kleinen Internetannonce haben wir uns dann ja umgeschaut. Und da haben wir diese kleine Parzelle gefunden, sind dann hierher gefahren und dann hatten wir das Glück, dass hier gleich eine Person dabei war, die uns den Garten gezeigt hat, die gleichzeitig im Vorstand war. Und so kam das halt alles dann zustande. Gut, und dann war das relativ einfach. Ihr habt gesagt, die wollen wir haben und die habt ihr bekommen, oder wie lief das ab? Nee, ganz so leicht ist es natürlich nicht. Zuerst muss man sich natürlich direkt auf diese Parzelle bewerben. Das heißt, man schließt sich mit dem Vorstand des Kleingartens einmal zusammen. Dann kriegt man die nötigen Informationen. Das kann Bewerbungsblätter sein, das kann Fragebögen sein, die von der Gartengemeinschaft beantwortet werden müssen. Die möchten natürlich auch wissen, dass man gegebenenfalls schon ein bisschen Gartenerfahrung hatte. Und ja, somit hat man sich, ja, wie soll ich sagen, bei der Anzahl an Masse an Bewerbern hat man sich dann halt durchgesetzt. Und ja, so kam das dann nach und nach zustande. Ja, aber so eine Parzelle, die wird einem ja wahrscheinlich dann nicht geschenkt. Was kostet dann nun so eine Kleingartenparzelle in der Größe, die wir hier haben, von etwa 500 Quadratmeter? Nee, so eine Parzelle, die wird natürlich nicht jedem gleich geschenkt, sondern man bekommt die Parzelle, indem man drei Beträge bezahlen muss. Das sind zum einen der Pachtvertrag selber für die Parzelle, das ist ja jährliche Beitrag, der kann je nach Parzellengröße unterschiedlich sein. Und dann kommt der zweite Punkt, das ist der Mitgliedsbeitrag. Der kann natürlich von Schrebergarten zu Schrebergartengemeinschaft auch unterschiedlich sein. Der kann von 50 bis 100 Euro sein, je nach Region, wo man lebt. Und dann kommt natürlich auch der Schätzer ins Spiel. Und der Schätzer ist eine Person, die den Garten, den man haben möchte, einmal schätzt. Das sind Faktoren wie zum Beispiel das Gartenhaus, was da drauf gebaut worden ist. Das können verschiedene Kulturen sein, die in dem Garten schon enthalten sind, wie zum Beispiel ein Zwetschgenbaum. Den haben wir bei der Parzelle natürlich mitbezahlt. Und so zieht sich das alles durch, von Zierpflanzen, von Nutzpflanzen und das Gartenhaus. Alles wird geschätzt und das ist der Preis, den man dann halt inklusive der Pacht und dem Mitgliedsbeitrag bezahlen muss. Ja, so einen Garten, den bekommt man natürlich nicht geschenkt, das war mir schon klar, aber dass jetzt noch ein Schätzer vorbeikommt und das, was auf der Fläche ist, dass man das noch bezahlen muss, obwohl man das vielleicht sogar gar nicht haben möchte, das war mir dann relativ neu. Aber Davis, was muss man denn jetzt insgesamt in einem Jahr an Kosten rechnen für Wasser, Strom, alles insgesamt für den kompletten Garten? Kannst du uns da was sagen? Ja, die Preisspanne liegt ungefähr von 300 bis 400 Euro. Faktoren natürlich, die sehr individuell sind, ist der Strompreis und der Wasserpreis und deren Verbrauch. Und das ist ja, liegt natürlich an denjenigen, der die Parzelle dann haben möchte. Aber hat man denn nun wirklich in jeder Gartenparzelle auch seinen eigenen Strom und eigenen Wasseranschluss? Das ist meine nächste Frage. Ja, Strom gibt es natürlich auf jeder Parzelle, genauso wie auch Wasser. Es kann aber, wie bei, in dem Fall bei uns auch sein, wir haben keinen Strom und wir haben kein Wasser. Sehr bitter. Und beides müssen wir natürlich versuchen, auch auf der Parzelle zu bekommen. Und ja, hier im Hintergrund sieht man den Strommast. Und ja, da war Felix seinen Finger gerade. Ja. Genau, da unser Strommast. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir uns nochmal deinen Wasseranschluss an. Genau, also Strom kann man davon quasi bekommen. Genau, da kommt dann der Stromwerker, dann wird hier ein Stromkasten aufgestellt, je nachdem, ob man sogar ein Häuschen hier irgendwann mal hinstellen möchte oder nicht.
Ja, und dann kriegt man hier seinen Strom, den man für seinen Garten gebrauchen kann. Ja, und wie ich mir das denken kann bei den ganzen Kleingartenregeln, kann man sich auch nicht einfach in irgendeiner Ecke vom Garten, ja, so ein Loch im Boden bohren, einen Brunnen im Boden bohren und loslegen. Wie geht's da mit dem Wasser weiter? Nee, das ist natürlich nicht so, dass man sich wild hier in seinem Garten irgendwo einen Brunnen graben lassen oder bohren lassen kann, sondern da muss man wirklich tatsächlich ein paar Regeln beachten in der Kleingärtengemeinschaft. Und das sind zum Beispiel der Abstand zu seiner Grundstücksgrenze. Und das ist in dem Fall, wo wir hier gerade stehen, hier soll der Brunnen hin und wir halten dann einen Abstand von 1,50 Meter ein. Und diese ganzen Regeln, die sind natürlich in der Kleingartengemeinschaft, ja, im Regelwerk sind die niedergeschrieben, das ist gesetzlich festgeschrieben. Ja, und wenn man das alles einhält, dann haben wir, wie wir in den nächsten 2-3 Wochen, auch hier unseren Schacht für den Wasseranschluss. So, und dann ist ja eigentlich alles geregelt. Kann man dann direkt anfangen mit dem Garten? Und was sind die logischsten ersten Schritte? Das fragen wir Davis jetzt als letzte Frage. Ja, nachdem man dann alle Faktoren berücksichtigt hat, man hat seinen Pachtvertrag unterschrieben, man hat sich ja mit der Kleingartengemeinschaft hier angefreundet, dann darf man natürlich direkt loslegen, wie bei uns in dem Fall. Wir haben gleich die ersten Sträucher hier entfernt, wir haben die Motorhacke rausgeholt, das Ganze durchgehackt, ein bisschen aufgedüngt und jetzt sieht man, die ersten Kulturen stehen hier schön im Garten und hoffen auf eine schöne Ernte nächstes Jahr. So, hinter uns wird das Wetter jetzt leider ein bisschen schlechter, deswegen beenden wir an dieser Stelle mal das Video. Ich hoffe, euch haben unsere Tipps zum Einzug in den Schrebergarten ein bisschen geholfen oder es hat euch einfach interessiert. Schaut mal bei Davis rein, er hat auch einen sehr tollen YouTube-Kanal und zwar Naschgarten YouTube. Dort wird es hier weitergehen mit seinem Schrebergarten. Auf jeden Fall. Und wie immer, dem Gast gehört das letzte Wort. Von mir noch an dieser Stelle. Gleich findet ihr hier im Abspann Davis Kanal, mein Kanal und ein weiteres Video von mir. Schaut mal bei Davis rein und ja, dem Gast gehört das letzte Wort. Ja, ich kann nur sagen, Glocke aktivieren, Abo dalassen und sich auf neue weitere Videos bei Felix freuen und auch vielleicht bei mir und der Daumen nach oben.